bleiben jetzt bei den Ehrungen, die wir noch vornehmen werden. Zunächst wird das Junior-Turn-Team 2018 ernannt auf dem Weg zur Junioren-Europameisterschaft im kommenden Jahr in Glasgow in Schottland. Und wir begrüßen jetzt die Jungs, die die Ernennung bekommen für das Junior-Turn-Team 2018. Des Deutschen Turnerbundes und Jens Lebrand, der Bundestrainer Nachwuchs des WTB, werden die Ernennung vornehmen. Wolfgang Wille, was hat es auf sich mit dem Junior-Top-Team 2018? Ja, erstmal herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Turnfest-Teilnehmerinnen und Turnfest-Teilnehmer. Ich bedanke mich erstmal bei allen Junioren heute für den super Wettkampf. Und ich glaube, Sie haben tolle Leistung gesehen. Ich hoffe, Sie teilen meine Meinung. Leistung noch zu steigern oder zu toppen. Wir wollen ja weiter nach vorne kommen, auch bei der nächsten Junioren-Europameisterschaft in Glasgow. Da haben wir uns 10 Athleten ausgewählt, die wir für besonders förderungswürdig halten und perspektivisch gut angelegt sind. Und wir wollen damit in dieser Aktion mit dem Junior-Team praktisch dem Turnteam Deutschland folgen. Das ist ja zwischenzeitlich eine Marke geworden im Turnen. Also das Junior-Team Deutschland repräsentiert den besten Nachwuchs. Und damit wollen wir die Athleten motivieren, die Trainer und die Eltern natürlich mitnehmen und auch in der Schule entsprechende Unterstützung geben. Jens Wilbrand, wollen wir mal kurz nachfragen, wie viel Turner werden es dann letztlich schaffen nach Glasgow? Ist das festgelegt? Ja, das ist festgelegt. Die Mannschaftsstärke besteht aus 5 Turnern, 4 Turnern pro Gerät und 3 kommen die Wertung. Aber natürlich brauchen wir viel mehr als 5 Turner. Deshalb auch die Stärke von 11 Turnern jetzt aktuell. Aber ich weiß auch, dass der ein oder andere, der vielleicht jetzt noch nicht im Team ist, auch die Chance hat, um nach Glasgow zu kommen. Das ist ganz klar. Also, die Tür ist nach wie vor offen, aber jetzt werden erstmal 11 benannt mit einem herzlichen Applaus und die werden immer aufgerufen und bekommen dann ihre Ernennungsurkunde vom SC Cottbus, Willi Leonard Binder. Sein Trainer ist René Walkau. Von Eintracht Frankfurt Pascal Brendel. Vom SC Cottbus Lukas Kochan, ebenfalls die Trainer René Walkau. Für den KTV Chemnitz Maurice Etienne Pretorius und sein Trainer Henry Vogel. Für den SC Berlin Karim Rieder und sein Trainer Sascha Münker. Für den Turnclub zu Hannover Mika Tom Sefken und sein Trainer Adrian Kakanoy. Für den SC Cottbus Tom Schulze und sein Trainer Rainer Hanschke. Für den SC Berlin Daniel Schwedt, Trainer Holger Behrendt. Für die TSG Kassel-Niederzweren Glenn Trebing mit Trainer Adrian Catalogno. Und ebenfalls TSG Kassel-Niederzweren Louis Trebing mit Trainer Adrian Catalogno. Und für die TG Böckingen Daniel Wörz mit Trainer Sascha Mücker. Das ist das Junior-Turn-Team 2018, Gerät-Turnen männlich. Jungs, alles Gute auf dem Weg nach Glasgow. Das ist euer Motivationsapplaus für die nächsten Monate. Und dann für die Medaillen, die wir bitten, sich bereit zu halten für Siegerung.